Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Eigentlich war für diese Woche ein anderes Video geplant, aber ich habe euch ja vor ein paar Wochen schon gesagt, ich helfe aktuell bei der Feldlerchenkartierung hier in der Heimat bei uns auf den Feldern und ihr seht schon, ich bin gerade wieder fleißig am Kartieren. Und da ich einfach so tolle Eindrücke sammeln konnte und so tolle Momente erlebt habe, wollte ich die euch nicht vorenthalten und wollte die euch jetzt mal in einem Video zusammenschneiden. Insgesamt muss man erstmal sagen, das Wetter ist perfekt gerade, also es ist wirklich warm geworden und ich genieße das total, dass man endlich wieder raus kann. Und ab und an hört man vielleicht die Feldlerchen sogar im Hintergrund. Also wir sind hier wirklich sehr, sehr glücklich. Also wir können uns glücklich schätzen, dass wir noch so viele Feldlerchen beobachten können. Hinter mir hört man die Feldlerchen schon etwas. Und ja, es sind wirklich, wirklich tolle Momente entstanden. Und ja, wie gesagt, die wollte ich euch jetzt präsentieren. Und auch mal so ein bisschen erklären, was ist eigentlich eine Kartierung? Warum mache ich das überhaupt? Also was bringt es mir überhaupt, diese Feldlerchen zu beobachten? Was hat das für einen Zweck? Ja, wie gesagt, ich will gar nicht lang drum rumreden. Viel Spaß beim Video! Ja, was genau es mit einer Kartierung auf sich hat, erkläre ich euch ein kleines bisschen später im Video. Hier blende ich euch erstmal ein paar Videosequenzen von meinen Kartierungen ein. Insgesamt war ich 3-mal draußen, um die Feldlerchen zu beobachten und da sind natürlich schöne Aufnahmen entstanden und ich habe versucht, bei vielen Aufnahmen auch mal den Gesang der Feldlerchen mit drin zu lassen. Denn das ist natürlich was richtig Besonderes bei diesen Vögeln, dass sie bis zu 15 Minuten in der Luft sein können und dabei singen. Und wenn ich mir das vorstelle, ja, diese Leistung zu erbringen und dabei gleichzeitig zu singen, wäre für mich sehr anstrengend und sehr schwierig und deswegen bin ich einfach fasziniert von diesen Vögeln. Also ich finde das wirklich, wirklich spannend und ich werde euch im Laufe des Videos auch noch ein paar interessanten Fakten zu den Feldlerchen näher bringen. Ja, und das Wichtigste und Schönste ist eigentlich der Gesang, also hört doch mal in den nächsten Videosequenzen hin. Ja, die Tonqualität ist jetzt vielleicht nicht die allerbeste in den Videosequenzen, da es schon sehr windig auch im Hintergrund war. Ich hoffe natürlich, euch gefallen die Videos trotzdem. Und ja, was vielleicht auch den einen oder anderen ein bisschen stören und das, ja, den Videofluss einfach ein bisschen unterbrechen kann, ist, dass die Videos schon ein bisschen verwackelt sind. Aber ja, ich habe natürlich mein Bestes gegeben und ja, in Zukunft werden da hoffentlich noch ein bisschen qualitativ hochwertigere Videos mit rauskommen. Also, es geht quasi darum, dass wir schauen, wie viele Arten bzw. wie viele Individuen von einer Art, also die Art ist in dem Fall die Feldlerche, gibt es in dem besagten Gebiet noch. Und man schaut sich dann eben Bestandsentwicklungen an, weil man hat die Daten von sehr, sehr vielen Jahren und die kann man dann im Vergleich eben sehen. Also man kann wenig aussagen, wenn man nur die Daten aus einem Jahr hat. Also wenn ich jetzt in diesem Jahr sage, ich habe beispielsweise in meinem Gebiet 50 Feldlerchen beobachtet, bringt mir das erstmal sehr wenig, weil ich weiß ja nicht, wie es die letzten Jahre aussah. Aber die Daten der letzten Jahre gibt es natürlich auch und da kann man dann eben Bestandstrends sozusagen entwickeln und man kann dann sagen, okay, die Art bleibt beispielsweise gleich oder die Art nimmt eben ab oder die Bestände nehmen sogar zu und haben sich erholt. Also das sind alles Sachen, die man eben damit versucht rauszufinden. Das ist eben sehr, sehr wichtig für den Naturschutz. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Tag 3 meiner Feldlerchenkartierung und ich bin mal gespannt. Wir haben jetzt Anfang Mitte Mai und Anfang April war die erste Kartierung. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was sich heute so sehen lässt. Also das Wetter ist super, das Wetter ist perfekt, es ist sonnig draußen. Also es sind eigentlich perfekte Bedingungen, auch um schöne Fotos zu machen. Und ich bin mal gespannt, weil jetzt ist eigentlich so die Brutzeit der Feldlerchen. Und ja, vielleicht sehen wir ja irgendwas. Also mal gucken. So, wer hinter mir genau hinhört, kann die Feldlerchen schon hören. Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe auch tatsächlich schon Schwarzkehlchen beobachtet und zwar in den Rapsfeldern hinter mir. Also ja, ist ein ganz schön toller Beobachtungstag, aber hier sind generell immer oft Schwarzkehlchen. Manchmal haben wir tatsächlich auch das Glück, dass wir Braunkehlchen hier haben. Die Feldlerche ist ein Standvogel bei uns in Deutschland, die nur gelegentlich in den Süden zieht. Und wenn die Feldlerchen bei uns im Winter bleiben, ernähren sie sich eher von Samen, was einige Vögel tun und im Sommer stehen dann eben Insekten auf dem Speiseplan. Ich habe ja schon gesagt, dass ich sehr, sehr froh bin, dass ich die Feldlerche bei uns beobachten konnte und zwar auch so zahlreich, denn das ist nicht selbstverständlich. Die Bestände der Feldlerche haben in den letzten Jahren um 55%
abgenommen, haben sich also halbiert. Und das ist schon ganz schön krass, wenn man sich das vorstellt. Und ein Grund dafür ist natürlich die Intensivierung der Landwirtschaft. Und ich habe ja gesagt, dass Insekten im Sommer auf dem Speiseplan der Feldlerchen stehen, also mit das Hauptnahrungsmittel der Feldlerchen. Und es ist natürlich auch so, dass die Insektenbiomasse einfach abnimmt und dadurch haben auch die Vogelarten, die sich wiederum von den Insekten ernähren, natürlich weniger Nahrung zur Verfügung. Und das alles spielt eben zusammen. Das ist also ein großes Netzwerk, das da ineinander einhergeht. Ja, und das eben dafür sorgt leider, dass die Bestände abnehmen. Wo wir schon bei Infos über die Feldlerche sind, möchte ich euch natürlich auch noch ein bisschen was über die Brut dieser Feldvögel erzählen. Also es ist so, dass Feldlerchen ab ca. Mitte April anfangen zu brüten und Feldlerchen sind typische Bodenbrüter. Deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, gerade in der Zeit zwischen April und August, sich von Feldern fernzuhalten. Also von Feldern fernhalten heißt, dass ihr Wege benutzt. Feldwege, die es gibt, Wege, die schon da sind, weil auf den Wegen brüten die Vögel in der Regel nicht. Die Vögel brüten schon eigentlich dort, wo es ein bisschen höhere Vegetation gibt, ganz einfach, um ein bisschen Schutz zu haben. Aber es ist schon wichtig, dass ihr euch von den Feldwegen fernhaltet. Und am besten auch eure Hunde anleint. Also das ist auch wichtig, damit eben keine Gelege zerstört werden. Denn wie gesagt, das sind eh schon bedrohte Vogelarten. Und da ist es natürlich sehr wichtig, die Gelege nicht zu stören. Ja, das Weibchen legt dann 3 bis 5 Eier. Und im Schnitt dauert es 12 Tage, bis dann die Jungvögel schlüpfen. 15 Tage nach dem Schlüpfen können die Jungvögel dann fliegen. Und es dauert bis zu 30 Tage nach dem Schlüpfen, bis die Jungvögel dann komplett unabhängig sind. Denn sie werden in der Zeit trotzdem noch gefüttert. Also in diesen 30 Tagen nach dem Schlüpfen werden sie gelegentlich schon noch von den Eltern gefüttert. Das kann man auch bei Meisen beispielsweise beobachten, die auch nach der Nestphase noch eine Weile von ihren adulten Vögeln, also von den Elternvögeln, einfach gefüttert werden. Oft kommt dann noch die Frage, wie oft die Tiere im Jahr brüten. Und bei Feldlerchen ist es so, dass sie in der Regel 2 Jahresbrüten haben. Manchmal bleibt es bei einer, aber es kann eine 2. Jahresbrut dazukommen. Zum Abschluss des Videos habe ich hier noch ein paar schöne Feldlerchenbilder von euch. Aber ihr werdet sehen, nicht jedes Bild hat eine Top-Qualität. Zum einen wird die Qualität natürlich runtergeschraubt, wenn ich die Videos bearbeite und dadurch, dass ich sie ins Videoprogramm lade, die Bilder. Also da merke ich schon, dass die Qualität verloren geht. Und zum anderen wollte ich euch hier auch ein paar verschwommene und unscharfe Bilder mit reinbringen, einfach, dass ihr seht, nicht alle Bilder, die ich gemacht habe, sind perfekt. Also der winzigste Prozentsatz an Bildern, die ich tatsächlich draußen schieße, sind perfekte Bilder, würde ich mal sagen. Aber ja, das gehört zur Naturfotografie auch dazu und deswegen habe ich mich entschlossen, auch bewusst solche Bilder mal mit ins Video zu nehmen. Gerade vielleicht auch, um Leute ein bisschen zu ermutigen und zu zeigen, hier, Naturfotografie heißt nicht, dass ich nach draußen gehe und ja, 2 Minuten draußen bin, das perfekte Foto habe, sondern das heißt sehr, sehr viel Geduld und am Ende, ja, hat man vielleicht 1000 Bilder gemacht, von denen vielleicht 10 Stück im Extremfall sozusagen wirklich gestochen scharfe Bilder sind. Ja, aber da spielt natürlich gerade bei den Feldlerchen auch mit, dass es sehr, sehr mobile Vögel, würde ich es mal nennen, sind und die im Flug ganz schön schwer zu erfassen sind. Aber umso glücklicher bin ich erstens, dass ich sie am Boden beobachten konnte und zweitens, dass ich doch ganz schöne Bilder auch im Flug hinbekommen habe. Also ich muss schon sagen, ich bin wirklich stolz auf diese Bilder und wirklich glücklich, dass ich diese Momente miterleben durfte. Gerade weil Feldlerchen in den letzten Jahren in den Beständen schon zurückgegangen sind, ist es umso schöner, dass wir bei uns durch die Kartierung, oder dass ich durch die Kartierung gemerkt habe, dass bei uns in der Heimat doch noch einige Feldlerchen sozusagen beheimatet sind. Ja, damit sind wir wie gesagt am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen, ihr konntet das ein oder andere vielleicht mitnehmen und lernen. Und ja, ihr könnt hier mal in die Kommentare schreiben, ob es bei euch Feldlerchen gibt. Ich bin ganz gespannt, was ihr sagt. Ja, dann danke fürs Zuschauen, danke für euer Feedback und ich freue mich schon auf das nächste Video mit euch.